Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel bei 04 Leverkusen, Spielvereinigung Greuther Fürth. Entstand 2:0. Ich begrüße Michael Büskens und Sascha Lewandowski. Ich begrüße auch unsere Zuschauer im Video-Livestream und darf Sie bitten, Herrn Büskens, Ihren Kommentar zum Spiel abzugeben. Dankeschön. Zuallererst einmal Glückwunsch an Bayer zum heutigen Sieg. Es war für uns so, dass wir aus einer kompakten Grundordnung, weil wir natürlich um die Stärken der Leverkusener wissen, um ihre offensive Spielanlage, wollten wir aus einer kompakten Grundordnung agieren. Ich denke, das ist uns in der ersten Halbzeit gut gelungen. Bayer hatte zwei gefährliche Situationen nach Standards, aber aus dem Spiel heraus eigentlich weniger. Man hat gemerkt, dass das Publikum auch ein Stück weit unruhig wurde. Wir haben dann selbst zum Ende der ersten Halbzeit Räume bekommen, sind zu drei Möglichkeiten gekommen. Einmal über die linke Seite, inszeniert von Heinrich Schmidtgal. Dann noch zweimal über Bernd Nerik, der eigentlich die klarste Chance hatte von diesen dreien, fast mit dem Halbzeitpfiff, wo er aus 18 Metern schießen kann. Und wollten aus dieser Grundordnung auch in die zweite Halbzeit gehen. Es war schon in der ersten Halbzeit zu sehen, dass Bayer auf Fehler von uns lauert, Fehler im Aufbau, wo sie dann aus diesen Fehlern blitzschnell die Tiefe suchen, weil sie dafür auch Spieler haben, die für dieses Spielort prädestiniert sind. Und leider haben wir ihnen dann in der 50. Minute was an die Hand gegeben, was sie perfekt genutzt haben. Und mit diesem Rückstand wurde es natürlich dann schwer. Leider haben wir auch noch beim zweiten Tor waren wir noch tatkräftig aktiv, weil wir eine mangelnde Kommunikation hatten, die dann auch gnadenlos ausgenutzt wurde. Und so haben wir einem Gegner etwas an die Hand gegeben, etwas in die Hand gegeben, was er für sich dann nutzen konnte und was für uns das Spiel natürlich nicht einfacher werden ließ. Von daher gilt es für uns, weiter hart zu arbeiten und diese einfachen Fehler zu minimieren, weil, ja, wir sehen es, ja, man lauert, man nutzt es und am Ende stehen wir nach einer ordentlichen ersten Halbzeit, was die Ordnung betrifft, ohne Punkte da und das ist ärgerlich. Danke. Dankeschön, Michael Büskens. Sascha, bitte dein Kommentar. Ja, unsere Einschätzung zum Spiel ist vergleichbar. In der ersten Halbzeit war es so, dass die Spielsituation für uns sicherlich nicht gerade einfach gewesen ist. Fürth hat sehr gut gemacht, sehr kompakt in der eigenen Hälfte agiert, sehr mannbezogen. Das war gut, hat uns kaum Nähe, kaum Raum gelassen in den wichtigen Räumen. Dadurch war es für uns in der ersten Halbzeit A nicht einfach, aber B muss man natürlich auch sagen, und das haben wir auch in der Pause ziemlich klar angesprochen, haben wir einfach den Fehler gemacht, dass wir viel zu langsam, viel zu behäbig teilweise agiert haben. Wir haben den Ball nicht schnell genug gemacht. Das haben wir dann nach der Pause, hat es die Mannschaft wesentlich besser gemacht. Wir waren schneller, druckvoller, kamen dadurch klarer noch in die kleinen Räume rein und haben die dann auch nachher sehr effektiv genutzt. Also in der ersten Halbzeit waren wir nicht zufrieden. Nochmal, es war auch nicht einfach zu spielen gegen die kompakte Spielweise der Fürther, aber trotzdem müssen wir dann schneller agieren. Und in der zweiten Halbzeit haben wir das deutlich besser gemacht und von daher das Spiel dann aufgrund der zweiten Halbzeit auch für uns entschieden. Dankeschön, Sascha. Haben Sie Fragen? Andreas Schirmer, bitteschön. Herr Lewandowski, können Sie vielleicht was zu Sydney Sam sagen? Sie haben ihn in der Pause eingewechselt, Glücksgriff wahrscheinlich oder beziehungsweise auch eine Erwägung, die Sie vorher schon hatten, das kann ich nicht beurteilen. Was sagen Sie dazu? Ich meine, einen Tag vorher hat er ja noch einen mitbekommen für sein Fehlverhalten auf der Straße. Können Sie die Situation mal schildern, wie es war? Ich glaube, es stand ja auch auf der Kippe, ob er in den Kader kam, beziehungsweise der Sammy hat ja nachgefragt, ob das möglich ist. Ja, wir haben
gestern, als wir davon gehört haben, uns direkt zusammengesetzt und mit Sydney gesprochen, auch komplette sportliche Leitung mit Rudi Völler an der Spitze. Und haben das Thema natürlich sofort aufgegriffen und sofort besprochen. Und klar ist, dass es Reaktionen von Seiten des Vereins gibt, dass wir bestimmte Sachen logischerweise nicht tolerieren. Und da wird es also eine Maßnahme entsprechend geben. Es war allerdings dann die ausdrückliche Bitte, dass das Sportliche davon, und die Bitte auch von Sid, nicht belangt wird, dass er sportlich seine Möglichkeit dann auch irgendwo hat. Aber es wird auf jeden Fall eine Geldstrafe geben. Und werden das dann entsprechend rausgeben. Also Thema ist klar besprochen intern und auch reagiert. Ja, und die Reaktion war dann einfach richtig gut und das freut uns einfach. Also nochmal in erster Linie wichtig für die Mannschaft, dass einfach der Aufwärtstrend dadurch weiter dokumentiert wird und sicherlich auch wichtig für Sid, der natürlich eine sehr lange Leidenszeit mit mehreren Verletzungen hinter sich hat und umso positiver, dass er sich da zurückgemeldet hat. Herr Leibold, bitteschön. Da nochmal eine Anschlussfrage zu. Gab es die Überlegung, ihn möglicherweise auch nicht in den Kader zu nehmen oder war das nach diesem Gespräch also praktisch ausgeschlossen? Nach dem Gespräch dann ja, aber die Überlegung musst du vorher immer haben, weil das ist ganz klar, du musst sicherlich auch Dinge sanktionieren und klar besprechen. Nach dem Gespräch allerdings, ohne jetzt ins Detail zu gehen, das können wir nicht, aber nach dem Gespräch war klar, es wird eine klare Sanktion geben, aber sie sollte jetzt nicht unmittelbar den sportlichen Bereich betreffen für etwas, was vor anderthalb Jahren war. Kann man da vielleicht sagen, was den Ausschlag gegeben hat, ihn in den Kader zu nehmen und dann auch spielen zu lassen? Wie gerade schon gesagt, das Ergebnis dann halt des Gesprächs letztlich, was wir dann geführt haben. Okay. Andreas Schirmer. Sie haben es selbst gesagt, Aufwärtstrend ist erkennbar, vielleicht noch nicht alles Glanz dabei. Jetzt geht es weiter nach Trondheim. Ist das jetzt eine gute Ausgangsposition? Sie haben in der englischen Woche 7 Punkte geholt, 2 Spiele gewonnen, 1 hätten Sie vielleicht auch gerne gewonnen, aber haben Sie nur einen Punkt mitgenommen. Sie mal schildern, wie Sie jetzt mal so ein Resümee ziehen und einen Ausblick geben auf Trondheim. Also wir haben jetzt 4 Spiele in 9 Tagen gehabt. Was für uns jetzt erstmal im Vordergrund steht, ist das Spiel von heute nicht nur zu analysieren, sondern wirklich jetzt auch mal den Spielern die Möglichkeit zu geben, mal 2 Tage durchzuschnaufen, weil das Pensum, was wir in den letzten Wochen hatten, war halt schon enorm und es wird ja in nächster Zeit auch nicht weniger. Und von daher werden wir jetzt erstmal das Spiel von heute, auch den Sieg von heute und die letztlich ordentliche Bilanz in den 9 Tagen, werden wir jetzt einmal kurz genießen, werden das sacken lassen und die Jungs können auch mal ein bisschen durchatmen. Auch das ist nicht schlecht. Wir waren jetzt zuletzt jeden Tag zusammen. Wir werden jetzt 2 Tage mal frei haben und werden dann ab Dienstag konzentriert die nächsten Aufgaben angehen und wollen dann natürlich in der Europa League in Trondheim auch wieder ein gutes Spiel hinlegen und dann geht Sonntag in der Bundesliga in Stuttgart weiter. Da wollen wir auch weiter punkten. Also insofern, ab Dienstag ist der Fokus wieder ganz klar darauf gerichtet, aber ich glaube, jetzt tut es den Spielern auch mal ganz gut, nachdem wir jeden Tag immer zusammen waren, vielleicht auch mal ein bisschen durchschnaufen zu können. Haben Sie weitere Fragen? Bitte schön. Herr Lewandowski, Sie haben gesagt, Sie waren in der ersten Halbzeit im Prinzip mit der gesamten Offensivleistung nicht zufrieden. Was hat Sie bewogen, Karim Bellarabi runterzunehmen und die anderen draufzulassen? Und? Und eben keinen von den anderen. Es hätte ja durchaus auch andere Spieler gegeben, die man hätte runternehmen können. Ja, also nochmal, damit es jetzt nicht zu negativ rüberkommt, also Greuther Fürth hat es einfach auch wirklich gut gemacht und es ist nicht einfach dagegen zu spielen und ich weiß, dass man als Zuschauer dann immer gerne auch das Offensivspektakel hätte. Wir haben jetzt hier letzte Woche Sonntag gegen Gladbach gespielt, da ging es rauf und runter, wir haben permanent Druck gemacht, aber das ist nicht unbedingt immer vergleichbar. Jedes Spiel ist auch wieder so ein bisschen anders und das hat heute das Spiel nicht unbedingt hergegeben. Also deshalb nochmal einmal, ich wollte es sicherlich nicht zu negativ ausdrücken, man muss auch immer berücksichtigen, wie schwer es einem der Gegner macht. Bei Karim war es so, dass ihm heute der letzte Tick frische Spritzigkeit, um sich in den engen Räumen immer wieder durchzusetzen, gefehlt hat. Er war auch leicht angeschlagen. Das waren einfach 2 Gründe, die dazu geführt haben. Bei Karim dürfen wir nie vergessen, er hat natürlich in der letzten Saison kaum gespielt. Er macht jetzt ein Pensum von sehr vielen Spielen immer in direkter Folge, zwar nicht immer über die volle Distanz, aber er ist immer dabei.
Und da kann es dann durchaus schon mal sein, dass am Ende von 4 Spielen in 9 Tagen vielleicht auch mal die letzte Spritzigkeit, Dynamik vielleicht mal fehlt beim Spieler, der jetzt einfach nochmal in den 15 Monaten, wie er hier war, vorher auch weniger gespielt hat. Ich schaue keine weiteren Fragen mehr. Dann bedanke ich mich bei Ihnen. Kommen Sie gut nach Hause, nach Fürth, Sie auch, wohin Sie auch müssen. Und auf Wiedersehen auch bei uns im Video-Livestream auf netzwerk.de. Danke und tschüss.